Hallo liebe Viertklässler, herzlich willkommen hier bei uns an der Schule. Wir laden uns ein zum Tag der offenen Tür, diesmal in einer anderen Form, das kennt ihr schon, leider nur digital, aber immerhin habt ihr die Möglichkeit, unsere Schule kennenzulernen. Ein bisschen auf der Spur der Brause, das ist unser Thema und damit wollen wir euch Gelegenheit geben, einfach mal Geschmack aufzunehmen bei uns an der Werner von Siemens. Hier geht's weiter. Vielen lieben Dank. Hi ihr Lieben, kommt rein. Herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Oh, hier ist keiner. Ich nehme die Maske mal ab. Ja, ihr kennt mich ja schon. Wir kennen uns ja von zahlreichen Besuchen aus den Grundschulen. Ich bin die Frau Engin und heute lernt ihr einmal unsere Schule kennen. Viel Spaß dabei. Ja, wenn wir über die Brause sprechen, müssen wir auch über die Farbe sprechen. Denn die Farbe gibt der Brause erst dieses unverwechselbare Aussehen. Man nutzt entweder natürlich Farbstoffe, gewonnen aus Pflanzen oder Tieren, oder produziert diese chemisch her. Das Ganze natürlich allseits bekannt, auch bei uns in Deutschland, aber auch in weiten Teilen der Welt, die Brause mit ihren bunten Farben. Auch hier im Bereich Asien oder auch Nordamerika. Und apropos Welt. Das ist doch ein gutes Stichwort. Ja, die ganze Welt ist natürlich auch bei uns an der Schule zu Hause, weil wir haben hier Schüler aus der ganzen Welt, die hier hinkommen, um in erster Linie auch die Sprache zu lernen, die deutsche Sprache, und im besten Falle natürlich ihren Realschulabschluss zu schaffen. Ja, guten Morgen Jungs, wie zum Beispiel unser Sabiola. Morgen, Sabiola, bitteschön, magst du dich vielleicht mal selbst vorstellen? Ja, sicher, warum nicht? Hallo, ich bin Sabiola, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan. Seit 5 Jahren wohne ich in Deutschland. Gerade mache ich meinen Realschulabschluss hier. Danke. Ja, super, vielen Dank. Es ist schön, dass du da bist, Sabiola. Ja. Oh, ich hänge gerade ein Plakat auf für unser nächstes Projekt. Wir machen im Juni eine Demokratiewoche. Das ist aber nicht alles. Wir machen viele Projekte mit unseren Schülerinnen und Schülern. Viele Projekte, die das Zusammenleben der wunderbar unterschiedlichen Menschen an unserer Schule in den Vordergrund stellen. Weil wir sind bunt und nicht braun. Und diese bunte Brause muss jetzt nur noch zum richtigen Ort. Also folgt mir ab zum Chemieraum. Ach, da kommt ja schon meine Brause. Wir wollen heute nämlich mit Brause experimentieren. Das besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Das ist aber jetzt gerade ein bisschen zu viel. Ich möchte nämlich wissen, warum braust eigentlich Brause? Ich habe hier unsere ganz normale Brause, die man so in Supermärkten kaufen kann. Und dann gibt es diese Küchenschrankbrause. Die habe ich jetzt einmal hier drin und hier habe ich die gekaufte Brause drin. Wir würden jetzt einmal gucken, welches besser braust. Dafür hebe ich das jetzt einmal so hoch. Da sieht man zum Beispiel, dass unsere selbstgemachte Brause genauso gut funktioniert wie die selbstgekaufte Brause. Könnt ihr zu Hause auch ausprobieren. Herzlich willkommen in unserer neu renovierten Sporthalle. Wir hoffen, dass wir mit euch hier in dieser Halle auch im Sommer ein paar Korbkörbe werfen können und dann hoffentlich ohne Maske. Aber wir machen nicht nur in dieser Sporthalle Sport, sondern wir gehen auch ins Wittringer Stadion, in Wittringer Wald oder in die Halle am Riesener Gymnasium. Schwimmunterricht findet natürlich im Hallenbad Gladbeck statt und dann würden wir sagen, wir sehen uns hier im Sommer und dann für ein paar Körbe. Nur ich hoffe, ihr trefft besser als die Sportlehrer. Hallo ihr Lieben, so stellt ihr euch wahrscheinlich den Mathematikunterricht vor, aber die WVS kann es auch digital. Hallo, was wollt ihr denn alle?
haben. Hier ist unsere Schülerbücherei der BVS. Hier kann sich jeder Schüler der BVS jederzeit Bücher ausleihen. Viel Spaß beim Lesen. Und jetzt muss ich mal einmal schauen, was hier draußen noch so los ist. Hello, I'm Ben. I'm a bat. What's your name? I'm 4 years old. I'm from London. That's in England. I like music and football. And you? That's my school. It's fun. Okay, it's time to go. See you at Werner von Siemens Realschule. Bye! So, wir sind fertig. Oh, super. Ja, höre ich kurz auf dem Telefonieren. Hallo, ihr seid heute durch die Schule gelaufen, habt eine ganze Menge sehen können und einen Eindruck gewinnen können von uns. Klar wäre es besser gewesen, ihr wärt direkt vor Ort gewesen. Das können wir machen. Wir haben hier unten die Kontaktdaten eingeblendet. Könnt ihr anrufen, könnt uns dann zu Einzelgesprächen treffen oder am Telefon unterhalten. Die Eltern haben die Möglichkeit, hier nochmal eine PowerPoint anzusehen. Die gibt es bei uns im Netz. Und der Film war ja für euch Kinder. Und dann kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch mal ein Kärtchen rum zu den Schulanmeldungen, wo alle Daten draufstehen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin. 22. geht's los im Februar mit den Anmeldungen. Viel Spaß!